Chinaki Bhava Asana, die Stellung des Yogameisters Chinaki Bhava. Rafaela zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend, bringe die Fersen zusammen und halte aber die Fußballen auseinander, Zehen auseinander. Dann gibst du die Ellbogen auf die Knie und die Handrücken auf den Boden. Und dabei schaust du zur Nasenspitze hin und schließt die Augen. Chinaki Bhava, also genannt nach einem großen Yogameister, nach Chinaki Bhava, der zwar ein wichtiger Yogameister ist, es wurde ein Asana nach ihm benannt, aber sehr vieles ist über ihn nicht bekannt. Diese Stellung hilft aber, das Prana nach oben zu ziehen, zum Punkt zwischen Augenbrauen. Es ist ein gutes Asana, um wach zu bleiben und gleichzeitig den Geist ruhig zu halten. Dadurch, dass die Füße etwas auseinander sind an den Fußballen und die Knie etwas oben und die Handflächen nach oben, ist die gesamte Energie nach oben ausgerichtet. In Chinaki Bhavasana kannst du dann deinen Geist zum Unendlichen ausrichten und dich öffnen für Lichtsegen und spirituelle Freude. Mehr Infos über dieses Asana und tausende von anderen auf wiki.yoga-vidya.de.